Grüß euch Leute, Tauto wieder hier. Willkommen zurück bei Watch Dogs. Das letzte Mal haben wir im Bunker aufgehört und ich bin schon mal hierher gefahren. Und wir müssten eigentlich jetzt in Erex Hochhaus oder was das war, wahrscheinlich direkt einbrechen. Aber schauen wir uns das mal an. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Wie gesagt, wir gehen selbst hinein. Mal als erstes mal versuchen, so lautlos wie möglich. So. Na, da kann ich nicht drüber. Aber hier. Ausgezeichnet. Jetzt hier. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer auf dem... Nein, 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 schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ja, Charlie wieder. Der Typ ist mal auch nicht ganz geheuer, ist mir der Typ halt auch nicht. So. Wie irgendwo eine Kamera? Ja, ich weiß. Irgendwo eine Kamera wäre jetzt geil. Oh, ah, da ist der Jordi. Die haben selbst einen Scharfschützen da drüben. Ach du Scheiße. Ah, fuck, der entdeckt. Er sieht mich sofort. Also das ist jetzt nicht die beste Deckung. Ja, komm. Ah! Da sieht mich wieder der Scharfschütze. Ich habe sogar zwei. Müsste sich ausgehen. Erstmal unbewaffnet. Erstmal so lautlos wie möglich und am besten alle wachen. Ansonsten endet es nur in einer zu großen Schießerei, finde ich. Puh, puh, puh. Ah, den sind kann man kippen. Das hat natürlich wieder geholfen, ein bisschen Kommunikator stören. So, ich bin dann mal echt gespannt, was das Ganze dann bringt. Und vielleicht schließt ja Rack uns an, das könnte ja auch sein. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er da generell nur der Böse ist. Weil da hinten sehe ich gleich auch noch einen. Da oben sind die Scharfschützen. Ja, da ist einer. Das ist ein bisschen schwer bewaffnet da. Was bist du? Oh, der kann Verstärkung rufen. Ah, da fällt mir gerade ein. Die Gemcoms muss ich nachher reingeben in die Schnellleiste. Nicht, dass der gar noch Verstärkung ruft, obwohl ich das nicht will. So, jetzt sollte ich ihn haben. Ja. Runter, 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 runter. Ah, das war jetzt gerade Pech. Noch nie gesehen. Oh, komm!
XP. Erstmal durch. Ich will da nicht rein. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich krieg. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Nein. Wir müssen Deckung bringen. Fuck. Boah, da drüben kommt's auch noch. Verdammt. Der Scheiß schafft. Schütze, da umgeht mir noch ein bisschen am Sack. Einer weniger. Nein. Boah, Alter. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. Simon hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Es geht los. Messer. So, noch jemand da? Okay, das heißt, wir müssen jetzt da geben. Ah, okay, Blackout müssen wir da initiieren. Ausgezahlt. Ist doch. Du kannst uns sehen. Pass auf dich auf, Aiden. So. Etwas spektakulärer als gedacht. Naja, das würde ich nicht sagen. Hey, wer piepst denn hier? Mann, was? So. Wenn dann gar richtig laut. Ein Nachtland, ja, sehr gut. Glaubst du, du hast drauf? Ja. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Okay, das ist voll. Hat ihn. Oh, habe ich nicht ein leichtes MG gehabt? So, da. Okay. Da die U100, das hat ich. Ja, hat viel mehr Schuss. Oh. So, wo muss ich hin? Spielt der Granate cool? Puh, darauf. Okay, na, ums Eck. Na, wo seid ihr, Jungs? Das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? Was haben wir da? Abgefallene Audiodatei. Ich habe noch von dem Kopf gehört. Das ist mein Ende. Moment.
motherfucker! Na komm. Oh. Ah! Halten. Okay, mein Aim war jetzt auch nicht so das Berauschendste. Was? Kurz regenerieren. Kann nicht schaden. Na komm. Na, da hoch muss ich, okay. Liegt hier noch irgendwas, was ich aufnehmen kann? Ja, elektronische Teile. Ausgezeichnet. Da drüben nochmal. Oh, ein CTOS-Scan. Den setzen wir doch mal gleich mal ein. Wo war denn der nochmal hier drin? Da oben läuft schon einer. Ah, komm. So. Fast kein Muni mehr dafür. Dann wieder die MP. Zwar weniger Magazingröße, aber trotzdem. Was? Ich wirf ihn einfach jetzt mal. Dann mach ich drüber. Ah, fuck it! Ah, fuck it, fuck it, fuck it. Die großen sind ja der Derbest sind die. Okay, vierer Speicherpunkt. Die großen Typen, die gehen immer derbst am Sack. Probieren wir es mal mit einer Schrot. Und sicher jetzt aber mal den Granatenlauncher. Wo haben wir ihn? Hier. Und was haben wir noch? Ah, UIVs haben wir. Oh ja. Das wird jetzt lustig. So, wo bist du? Die auf der Minimap doch gesehen. Ah, da ist er. Du kleine Ratte, hast dich in dein Loch verzogen, was? Ah, komm her. Er war genau da. Na, ich bin doch auch noch da. Huh? Was? Oh. Besseres Aim for the win. So, ihm mal ein bisschen abblenken. So, mal schauen, ob das reicht. Ja! Hab den Hurensohn! Ja, natürlich, unzerstörbare Deckung. Okay, ich wechsle dann doch wieder um auf die MP. Ist dann, glaube ich, doch besser. Oh, hier habe ich wieder 300 Schuss ausgezeichnet. So, ich hoffe, es kommt nochmal so ein schwerer Typ. Das wird so ein bisschen kritisch.
noch einen Audiolog. Als mich eine Kugel erwischt. Als jemand das hier findet, soll jeder erfahren, was ich war. Verdammt, ich war nichts, kam aus dem Nichts, hatte nichts und ich habe um nichts gebeten. Jetzt. Sag mal die Nachricht, meine. Das hab ich geschafft. Ganz allein. Was hast du bisher erreicht? Okay. Du musst dir niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Yeah. okay. Na komm, kletter. Kletterst du bitte? Also. Ha, das ist so richtig nice. Du kannst einfach so richtig durchmähen. Und so richtig Durchschlagkraft hat die gar nicht, so sind die Extreme. Kommt mir vor. So, ist hier irgendjemand? Ah, die hätten wir noch umlaufen können. Egal. Oder ich muss sowieso hier rein. Nee. Wahrscheinlich doch, aber ja. Oder hier haben wir doch Iraq durchgelotzt. Sowas. Von hier haben wir durchgelotzt und hier lang. Ah. Die wissen eh schon, dass ich hier bin, von daher. Kein Ausweg. Was zum... Mal kurz abchecken. Ah, da versteckt sich einer. Schade. Na, wo seid ihr? Ah, da sind wir. Moment. Ist hier irgend noch was Sammelbares? Mal kurz abchecken. Oh, ist hier dunkel, 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 dunkel. Ich glaube, das dürfte jetzt da... Ja, das dürfte der Serverraum sein. Yep. Sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus. Ah, oh Gott, doch, doch, hier kann ich rein. Okay, Clara, bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Ja, das soll ich mir nicht zweimal sagen, dass ich das verlassen soll. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Weil das werden wir sicher nicht so einfach so verlassen können. Ne?